Ah, und herzlich willkommen, Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde Viking Transporte. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir sind jetzt kurz nach der Ladung. Ich bin gerade mal rausgefahren und dann habe ich eine WhatsApp-Nachricht von meinem Fahrer gekriegt. Die losen wir uns jetzt zu. Der Maisi ist ja auch für mich on Tour. Muss man sonst mehr hoch, was er braucht. Servus, XP, Meise hier, guten Morgen. Du, in Oklahoma City, Walmart, ich habe da die Visitenkarten abgegeben und Walmart, der Leiter, der Mario, der meldet sich dann bei dir. Ich habe ihm die Visitenkarten gegeben, weil er meldet sich dann bei dir und da hat es einen Grund gegeben, dass da von einer anderen Speditionsfirma der Fahrer ja nicht passt und der könnte uns das vorstellen, dass wir fahren für einen. Und ja, wie gesagt, der Mario meldet sich dann bei dir. Gut, nur dass du Bescheid weißt. Servus. Ja, bei dem Spaß, das lust sich ja gut an, oder? Wenn wir jetzt da einen Fahrer haben, der was da gleich so motiviert bei der Sache ist und uns da ins Gespräch bringt, das mag ich. Das mag ich, meine lieben Spaßfreunde. Demnächst links abbiegen. Ich glaube, da haben wir mit dem Hannes einen guten Griff gemacht, das Fahrer. Und Biege nach wenn links wir ja ab. schon mal bei Hannes sind, sein Kanal und die Story, wo er bei mir als Fahrer fährt, ist in meiner Kanalinfo-Listen verlinkt, meine lieben Sportsfreunde. Schaut bei ihm vorbei. Da kriegst du es dann auch die ganzen, ich nenne es jetzt mal, Side-Stories mit, was nebenbei abläuft. Das ist ja alles ein bisschen auch in Planung. Natürlich gehen da Grüße raus an meine anderen YouTube-Kollegen, an Traka Handal, Umschalten. an Harry, Ausfahrt links. den Hängerzugfahrer, die Jung Nimm die und an Ausfahrt links. Stefan on the road, genauso als wir ein JJ on Tour, genauso als wir Ambadora. Die Jungs machen alle geile Videos. Schaut bei einer auf dem Kanal vorbei. Ausfahrt rechts nehmen. Hinterlasst einen Daumen nach oben oder ein nettes Kommentar. Nimm die Genauso als wir Ausfahrt über Apo rechts. würde sich jeder von uns freuen, meine lieben Sportsfreunde. Genauso als wir Grüße natürlich rausgehen an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen, die was schon lange hier auf meinem Kanal sind und mich schon lange verfolgen. Schön, dass ich hier den Weg zu mir in die Viking-Transporte gefunden hab's. Und ich hoffe, ich kann mit den Let's Play ein bisschen unterstützen. Natürlich, meine lieben Sportsfreunde, die, was da draußen sind. Und die, was sagen, hey, mir gefällt der Truck, mir gefällt das Viking-Transporte. Ich möchte ein bisschen meinen Anteil dabei haben. Gerne, schreib's mir in die Kommentare rein. Wir werden da sicher irgendwie zusammenkommen. Aber jetzt fahren wir erst einmal zum Swift. Holt da einen Auflieger ab mit Milchpulver für Houston, für FedEx. 6 Stunden können wir nun fahren, das heißt bis Viertel nach vier können wir nun fahren. Also müsste sich das gut ausgehen, dass wir nach Houston zurückkommen. Schulden haben wir ja keine, also müsste uns jetzt ein bisschen mehr Geld bleiben. Kredit haben wir ja abgezahlt beim letzten Mal. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Jetzt müssen wir gerade schauen, dass wir die Hälfte Nimm die Ausfahrt rechts. vom Kostenvoranschlag, ich glaube, Rechts halten das sind und dann rechts 180.000 abbiegen. insgesamt, was kosten, also was bauen kostet bei mir in der Firma. Biege nach rechts ab. Das Kies jetzt blitzt, dann blitzt es, wenn es nicht blitzt, dann blitzt es nicht. Nein, dort nicht blitzt. So,
tanken müssen wir nicht. Immer geradeaus. Ja, froh. Wenn wir gebaut haben, müssen wir schauen, wie wir die nächsten gebrauchten LKW finanzierend. Links halten. Also ich habe jetzt noch keinen bei der Hand, aber... Biege nach links ab. Dadurch, dass ja der Hannes ein bisschen weiter nur fahren darf, das wie ich, weil ich habe ja die Konkursfirma hier übernommen. Es ist vorbei. Ah, sind wir jetzt da daheim? Wir müssen schauen, dass wir einen Lastwagen organisiert. Ich werde jetzt mal um die Papiere gehen und dann werden wir losstarten mit dem Sportsfreunde. Bis gleich. So, wo der Kühler ist, ganz am Ende. Der vorletzte, der mit der Seitlichtverspoilerung. Jetzt sind zwei Kühler. Ist der Zweiachse da, ist er der Dreiachse? So. Schauen wir mal, dass wir uns den da unten hängen. Schieben wir den Rad am Rahmen abschließen. Ajo. Und. Jawohl. Passt. So, haben Bremse rein und dann steigen wir mal aus, meine lieben Sportsfreunde. So. So, ausgestiegen. Auch einziehen. Da ich zuerst mal ab. Jetzt bin ich gegangen. So, erst einmal Stützen auf. Dann liegt er nämlich voll auf. Dann liegt er nämlich voll auf. Und dann hoch. Und dann wieder. So, geh auf der Rede Knie. Ja, immer ein bisschen mitfedern. Ich dachte, der kriegst du. So. Das heißt, wir fahren nach Houston. Zur FedEx. So, jetzt fetzt er wieder zu. Siehst du, das können wir halt ganz gut, können wir halt in die Firma auch noch fahren. Biege nach rechts ab.
Ja, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig. Wir sind jetzt eigentlich nur hier in Texas unterwegs. Aber für den Anfang muss jetzt das so sein. Muss nicht so sein, es ist halt einmal so. Müssen sollen können, ich wisst ja, wer das ist. Aber es ist schon mal gut, zweite Woche und wir sind in der Rente, wir haben schon so viel gearbeitet, dass wir einen Kredit abgearbeitet haben. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir in der zweiten Woche auch schon Immer geradeaus. einen Fahrer haben. Sind wir da schon mal vor? Und den Landsmann auch noch, so viel Glück können wir ja gar nicht haben. Eigentlich. Warum? Es ist doch rot. Es ist doch rot. Was hupert denn der Idiot da Links hinten? abbiegen. Es ist doch rot. Biege nach links ab. Wir werden der ganze Bus auf den Kennwort eben bleiben, weil zuerst können wir dann mal die Fahrer und. Es könnte es mir korrigieren, aber er hat ein bisschen einen Charme. Er hat ein bisschen einen Charme. Der Lastwagen. Ein bisschen oldschool. Ob jetzt. Ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich jetzt halt ich bei Kennwort bleibe oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Der Plan ist mir sicher, dass ich mir hier ein Volvo kaufe. Früher oder später, dass die Firma auf Volvo umgestellt wird, weil Volvo ist, wisst ihr, Skandinavien, Wikinger Transporte, da muss schon der Volvo her. Aber jetzt schauen wir mal. In Houston haben wir ja auch noch mal Bitte links halten. einen Fahrzeughändler. Den werden wir halt in der Folge auch noch besuchen. Vielleicht treibt bei der auch was auf. Vielleicht war der irgendwo ein Vorführer. Mal wenn ich dann einen Preis ungefähr weiß. Gut, ich kann nicht sagen, wie viele Tonnen das sind. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich kann höchstens sagen, wie viel Pfund oder Pounds oder wie heißt, wie ist das amerikanische Gewicht, ich keine Ahnung, wie es heißt. 41.471. Ah ja, wenigstens grünes Licht zum Durchfahren.
Ich schätze mir um 12 Uhr mittags, wollen die Jungs auch was essen, nicht arbeiten. Hoffen wir, dass der Gebrauchte jetzt da so gut hebt, dass wir den wieder ist mir was anderes und zusammenflickend. Ah, ist der falsche gewesen, das ist auch der falsche. Ah, der falsche, das ist das, was ich will. Er schaut irgendwie oldschool und cool aus. Oldschool, cool. Also mir gefällt's. Meine Sportsfreunde, mir gefällt's. Swift war so eine Firma, da werden wir uns auf der Name, glaube ich, hinbewegen. Wir haben nur die Option für FedEx zum Fahren offen mit dem, wir haben einen Auflieger, den werden wir auf die Zauber schauen. Wir müssen Gas geben, für den American Dream müssen wir Gas geben. Meilen haben wir noch. 123, ja, das geht gut. 2 Stunden, das geht sich leicht aus in der Vorzeit. Abgeben bei FedEx und dann schauen wir, was in der Firma los ist. Außer wir haben gleich wieder eine Ladung, wo wir weg müssen. Aber ich glaube nicht, weil wir sind jetzt in 2 Stunden in Houston. Ah ja. Ja. Voilà, noch nicht, da ist. Das ist auch nicht früh gewesen. Das war auch nicht früher. Route neu berechnen. Ah, stimmt mal daher auf die Platte. Ja, ist nicht, ich weiß, dass das nicht im perfekten Zustand ist, aber es geht auch gerade ums Gewicht. Eine oder andere werdet warten, gell, bis hier mal richtig zur Sache geht, schätze ich mal. Es wird halt so im System wie HP on Tour lappen. Wir schauen, dass wir Kunden kriegen. Wir schauen, dass wir Fahrer kriegen. Wie gesagt, wie noch einer vorhin gesagt, er macht auch YouTube, möchte da auch ein bisschen mit einsteigen. Dann
in die Kommentare oder schreibt es mal auf Facebook. Der HP Wolf, da gibt es ja Gefällt mir Seiten. Könnt ihr mir dann gerne eine kurze Nachricht schreiben. Es braucht zwar keine Bewerbung schreiben. Ich bin da ganz, ganz tiefenentspannt bei sowas. So, jetzt hat abseits hier von meinem RP. Level ist auch egal. Mod schick da den zuschicken, die, was ich über den Steam Workshop habe. Dass wir mal auch einen Konvoi fahren könnten, wenn wir uns zusammen darin. Und dass wir halt alle miteinander den gleichen Skin haben. Also zum Beispiel vom Hannes, der ist in meiner anderen Firma schon hier in Amerika gefahren. Da hat er den modernen Lastwagen gehabt. Und dann fängt er bei einem Landsmann nur und kriegt einen alten Kenwood. Mit neuen Motor. Ja, neuen Motor. Das ist ja laut Dokumente und Rechnungen, was ich schon gesichtet habe, sind die zwei Motoren einmal überholt worden. Aber ich denke halt einmal, es wäre heute, in der heutigen Zeit wäre dieser Kennwort nicht mehr zeitgemäß, sag ich jetzt mal. So, wie weit haben wir es noch? 42 Minuten. Wir haben es 14 Uhr 42. Ja, passt ja wohl. Sind eh schon, glaube ich, in Houston. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Achsenkreuzung Swap. Ich glaube, geradeaus geht's zum Containerboot. Links halten und dann links abbiegen. Ja, ich meine, da der Kollege Birkau war, ne? Was ist mit der Oma? Biege nach links ab. Generell geradeaus weiter.
bin ich das halbe Stück geradeaus aus dann zum Containerboot gegangen. Einmal fix in die Firma fahren, wenn die in der Firma schlafen, diesmal nehme ich einen Lastwagen mit, jetzt hier von der Fahrzeitschiene aus. Sind sie von der Fahrzeitschiene ausgehen, oder? Naja, drei Viertelstunden Biege sind nach wir von rechts ab. Stunde haben. So. Dann möchte ich mir nicht wieder ein teures Taxi bestellen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sind wir ja da. Dann springe ich da gleich rein. Wo man hinstellen müssen. Ah, schau, da ist die Rampe mehr offen. Schauen wir mal kurz, was meiner von. Laufe ich gleich um mich. Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn wir Richtung Firma fahren. Bis gleich, meine lieben Sportsfreunde. Okay, lass uns eine neue Route finden. Biege nach rechts ab. So, meine lieben Sportsfreunde, ich nehme mich wieder dazu, stützen Sie unten.
Stützen sind unten, Kabel sind wieder schön sauber aufgehängt. Dann fahren wir in die Firma. So, nehmen wir die Scheibe hoch. Kommt's raus, so. Da ein bisschen Schienen auszuklemmen, jawohl. Und dann gleichen wir das wieder aus. Und rammen wir uns die Scheibe wieder zu. Und dann schauen wir, dass wir in die Firma kommen. Da ist der Containerboot. Da haben wir die Firma. LKW-Händler. So. Okay, wir fahren los. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ah ja, 15 Minuten. Es geht sich aus. Es wird sich ausgehen, der Fortsatz. Rechts halten. 48, rechts halten. 48 Meilen. Sensa. Rechts halten und dann rechts. Das war jetzt noch dunkelgelb. Ob sie es gehört? Aber wir haben gerade nur 15 Minuten. In der halben Stunde brauchen wir ein bisschen auf die Tube drücken. In die Firma. Nur keine Wohnung oder ähnliches, oder? Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Nimm die Ausfahrt links. Wenn er mich nicht umgelassen, dann muss er damit rechnen, dass ich ihn schneide. Na, schauen wir, dass wir in die Firma kommen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Eh schon ein bisschen über Zeit wieder. Aber es nutzt mir eh nichts. Uiuiui. Schwimmbar ein bisschen, schwimmbar ein bisschen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ausfahrt rechts. Haben wir zur Wochenteilung? Links halten und ja, dann bleiben Sie immer geradeaus. Haben wir zur Wochenteilung. Aber jetzt fahren wir gleich beim Freightliner noch. Ein bisschen stehen bleiben dürfen. So, meine Sportsfreunde. Ich würde sagen, geh jetzt mal rein, schau mal, ob er was hat. Wenn ja, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier von AHB on Tour weitergeht, von Viking Transporte weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht, Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne,
Bleibt mir gewogen, vor allem meinem Sportsfreunde, die ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus!